Seid mir gegrüßt zurück zu Gothic 2. Inklusive Nacht des Raben. Was eigentlich total überflüssig ist zu sagen. Weil das spielt sich selbstverständlich so. Da ist nichts zu holen. Der war vorhin aber noch nicht da. Also, da fällt mir überhaupt nichts mehr ein. Hallo? Da ist ein Varan von dem oberen Plateau. Hat er sich da festgehangen und ist dann abgestürzt oder was? Naja. Was soll's? Nichts zu plündern. All die Theorien nützen jetzt nichts. Wir gehen weiter unseren Weg. Ey, im alten Let's Play waren da plötzlich zwei Ratten unten da an der Stelle. Tot. Also, vom Spiel zu Spiel wird, oder eher vom Let's Play zu Let's Play wird das Wald für mich zum Psycho-Wald. Toll. Da sind schon mal 120 Erfahrungen flöten gegangen. Aber egal. Ich krieg da jetzt nicht so unbedingt Wert drauf. Also früher vielleicht, aber heute sehe ich das nicht mehr so eng. Hatte ich da alles? Ich will nochmal die Höhle absuchen nach Pilzen und so weiter, nach Heilutensilien. Gut, nichts. Dann raus hier wieder aus dem Gestrüpp. Wir ragen aber viele Wurzeln runter. So viele Bäume können doch gar nicht hier stehen. Kann ja nicht sein. Uah. Ach toll. Hier sieht man das Gitter hier, was wir geöffnet hatten. Sauber. Gut, noch ein junger Wolf. Inventar sah auch schon ganz anders aus, wie man sieht. Gold schon zusammengekratzt. Ah ja. Hier haben wir jemanden. Hatte wohl Ärger mit Goblins. Fragezeichen. Da ist nichts zu holen. So, ich versuche die mal zu looten, soweit es noch geht. Warte. Cavalon ist das also. Hallo. Ich muss mich echt anders hinstellen, damit ich hier die Sachen noch nehmen kann. Nichts zu plündern, nichts zu holen. Oh, pass auf. Ärger? Verdammt, ich weiß gar nicht, wo die sich alle versteckt halten. Du tötest einen und kurze Zeit später sind sie alle wieder da. Moment mal, ich kenne dich doch. Du bist doch der Kerl, der mich damals im Minental ständig um Pfeile angebettelt hat. Hab ich das? Dein Name ist Cavalon, richtig? Ah, ich sehe, du hast mich nicht vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben in der verfluchten Kolonie. Wo willst du eigentlich hin?
Hier ist es. Wenn ich jetzt das auswähle, schalten wir eine Quest frei. Eine Mission. Zurück ins Minental. Wirklich? Hm. Ich wünschte, ich könnte dir folgen. Aber ich habe erst meine Aufgaben zu erledigen. Wenn du im Minental bist, schau doch bitte mal, ob meine alte Hütte immer noch steht. Ich würde gern eines Tages dahin zurückkehren. Interessante Rüstung, die du da trägst. Gehörst du nicht mehr zu den Schatten? Schatten? Die gibt es seit dem Fall der Barriere nicht mehr. In dem Moment, als wir endlich das Minental verlassen konnten, gab es für mich keinen Grund mehr, daran festzuhalten. Ich arbeite jetzt für die Wassermagier. Ich gehöre zum Ring des Wassers. Naja, sind wir mal ehrlich, Kavalon, der... weiß ich nicht, so wirklich zugehörig war, hat sich dem alten Lager auch nicht so gefühlt. Letzten Endes. Der war immer hier draußen, immer auf der Jagd. Aber treu geblieben war er sowieso nicht. Was machst du hier? Ich sitze hier fest. Wenn diese verdammten Banditen nicht gewesen wären, wäre ich gar nicht hier. Wobei. Noch mal ein bisschen ablenken. Erzähl mir mehr über den Ring des Wassers. Mir ist es eigentlich nicht erlaubt, darüber zu sprechen. Alles, was ich tun kann, ist, dich zu Vatras zu schicken. Er ist der Vertreter der Wassermagier in Korinnes. Am besten, du redest mit ihm. Sag ihm, du kommst von mir. Vielleicht nimmt er dich aber ganz auf. Wir brauchen dringend mehr gute Leute. Vatras, ja? Also der 7. Wassermagier. Der aber nicht an der Erschaffung der Barriere beteiligt war. Waren du und deine Leute damals nicht mit den Wassermagiern verfeindet? Die hirnverbrannten Zeiten von damals sind vorbei. Es gibt kein neues Lager oder altes Lager mehr. Jetzt, da die Sträflingskolonie nicht mehr existiert, ist jeder auf sich allein gestellt. Die meisten von uns ehemaligen Gefangenen werden immer noch verfolgt. Die Wassermagier konnten erwirken, dass mir meine Strafe erlassen wurde und ich mich jetzt frei bewegen kann. Tja, und ich, der Spätzünder, kann mich scheinbar auch noch frei bewegen. Was machen die Wassermagier jetzt? Sie sind an einer großen Sache dran. Es geht um einen unbekannten Teil der Insel. Ein unbekannter Teil? Wo soll der liegen? Mehr darf ich dir nicht sagen. Sprich mit Vatras in Korinnes. Was war mit den Banditen? Hast du die letzten Wochen verschlafen? Ich rede von dem ganzen Gesindel aus der Strafkolonie, das sich hier in der Gegend breit macht. Plündern und morden, was das Zeug hält. Kann froh sein, dass sie mich am Leben gelassen haben. Ich habe einen Moment nicht aufgepasst. Da haben sie mir von hinten eins übergezogen. Keine Ahnung, wie ich jetzt meinen Kram wiederkriegen soll. Ach, ist ja nicht so, als könnte ich dir helfen, wa? Du wurdest von Banditen ausgeraubt? Ja, niedergeprügelt und den Goblins zum Fraß vorgeworfen haben sie mich. Es waren verflucht wichtige Sachen. Ein Brief und mein ganzes Geld. Ich muss es unbedingt wiederhaben. Aber ohne Rückendeckung gehe ich da nicht mehr hin. Dieses feige Lumpenpack. Kann ich dir bei der Sache mit den Banditen helfen? Vielleicht. Aber so abgemagert wie du aussiehst, hast du seit Wochen kein richtiges Schwert mehr in den Händen gehalten. Nun, ich habe wohl keine andere Wahl, als dein Angebot anzunehmen. Meine Zeit wird knapp. Also pass auf. Den Weg hier runter ist eins dieser dreckigen Erdlöcher, in denen sich die Banditen gerne verstecken. Die Kerle dort sind genau die, die meinen Kram gestohlen haben. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, und dann schnappen wir uns das Lumpenpack. Ja, aber... Ich brauche bessere Ausrüstung. Sehr viel haben die Schweine mir nicht gelassen. Ich kann dir ein Wolfsmesser geben. Reicht dir das erstmal? Messer ist gut. Aber wie steht's mit Heilung? Ich hätte hier noch zwei Heiltränke. Interesse? Klar, her damit. So, bevor wir das machen... rüste ich mich mit diesem Wolfsmesser aus? Fragezeichen. Nein, Und bevor wir das machen, werden wir erstmal nochmal zu den Banditen runtergehen. Ach, Moment.
Ich mach noch kurz was. Damit wenigstens das mir nicht verloren geht. Da unten ist noch ein junger Wolf, den nehme ich noch mit. Hey du. Wirklich mehr Schaden habe ich jetzt auch nicht so gemacht. Naja. Was soll's. So, Dunkelpilz. Jetzt du. Hey, wo kommst du denn her, hä? Ich komme aus den Bergen. Genau, du kommst aus den Bergen und das ist schlecht für dich. Wenn der es doch weiß, warum fragt er mich denn so doof? Ganz schlecht. Du wirst gesucht und zwar von einem ganzen Haufen übler Kerle. Es gibt da jemanden, mit dem du unbedingt sprechen solltest. Folge mir. Wer sucht mich? Halb Korinnes ist hinter dir her und du willst mir erzählen, du hättest keine Ahnung? Ah, verstehe. Du willst nur nicht mit mir darüber reden, hä? Na gut, deine Sache. Also, kommst du jetzt oder nicht? Ja, keine Lust. Mit wem soll ich sprechen? Mit meinem Anführer. Er heißt Brago. Er kann dir alles besser erklären als ich. Also, was ist? Gehen wir? Woher weiß ich, dass es keine Falle ist? Also so langsam reicht's mir mit dir. Wenn du meine Hilfe nicht willst, dann geh doch zur Stadt und lass dich einlochen. Jo. Du kommst jetzt mit oder du lässt es bleiben, klar? Langsam, Freundchen. Es hat schon mal einer versucht, mich reinzulegen. Ach. So ein Kerl hat mir vorgeschlagen, zusammen mit ihm ein Amulett zu holen und den Gewinn zu teilen. Als wir am Ziel angekommen waren, haben er und seine Freunde mich angegriffen. Klingt ganz so, als hättest du dich mit den falschen Leuten eingelassen. Wo war das? Ich war Sträfling, in der Minenkolonie. Du kommst aus der Barriere? Mann, dann haben wir ja zusammengesessen. Ich kenne dich nicht. Ich war Butler im alten Lager. Hab mit der ganzen Sache nicht viel zu tun gehabt. Aber was jetzt viel wichtiger ist, du hast mächtigen Ärger. Irgendwer hat ein hübsches Sümmchen auf deinen Kopf ausgesetzt und der hat ein paar Zettel verteilt, mit deiner Visage drauf. Wenn ich du wäre, dann würde ich sehr, sehr vorsichtig sein. Es gibt Leute bei uns, die würden für das Gold ihre Mutter umbringen. Aber ich finde, wir Jungs aus der Strafkolonie müssen zusammenhalten. Dann sollte ich mich wohl jetzt besser bei dir bedanken. Geschenkt. Sieh lieber zu, dass du am Leben bleibst. Wer ist der Kerl, der das Kopfgeld zahlt? Das weiß ich nicht. Es gibt nur einen von uns, der ihn kennt. Und wer ist das? Hey Mann, das kann ich dir nicht sagen. Du weißt doch, wie sowas läuft. Na komm. 10 Goldstücke für den Namen des Kerls, der das Kopfgeld ausgesetzt hat. Ach Mann, das kann ich echt nicht machen. Nun spuck's schon aus. Oh Mann. Na gut. Dexter ist sein Name. In der Nähe des Großbauern gibt es einen steilen Felsen. Da oben gibt's einen Wachturm und ein paar Minen. Irgendwo da hat er sein Versteck. Na bitte. Hier hast du dein Gold. Und sag ihnen bloß nicht, wer dir das gesteckt hat. Du hast eh keinen Namen, also auf dich können sie überhaupt nicht zurückgreifen. Kann ich das Bild haben? Klar, ist ja schließlich deine Visage drauf. Gibt's noch was Interessantes für mich? Du meinst über die Gegend hier? Nur wenn du am Leben bleiben willst, halte dich auf den Wegen. Je weiter du dich in die Wildnis begibst, desto gefährlicher wird es. Bald wird es hier ziemlichen Ärger geben. Was ist los? Ein Typ namens Cavalorn kommt euch holen. Mist! Der Typ hat überlebt. Ich bin weg. Ja, und er hätte auch sonst den Tipp gegeben, geh nicht in die Höhle. Die Leute verstehen was zum Kämpfen, die würden ein Kleinhaus aus mir machen.
ja, wir könnten eigentlich... Oh, es ist Abend. Schon. Anders als in Gothic 2 wechselt die Musik nicht. Das fand ich schade. Die Musik bleibt die gleiche. Aber es resettet sich. Letzten Endes doch. Ah ja, und in manchen Gegenden kommen halt keine Kampfmusik. Nachts. Aber gut, das war in, im ersten Teil ja auch so. So, ich werde jetzt noch was machen. In dieser Folge auf jeden Fall noch. Ich laufe rüber. Hey, Fremder! Ich habe gesehen, wie du aus den Bergen gekommen bist. Du kannst froh sein, hier nicht vor 3 Wochen vorbeigekommen zu sein. Wir hätten dich für einen entlaufenen Sträfling gehalten und mit denen haben wir kurzen Prozess gemacht. Du siehst ganz schön fertig aus. Was willst du hier? Ich wurde in den Bergen von Banditen überfallen. Dieses Dreckspack. Wahrscheinlich waren es dieselben Mistkerle, die letzte Nacht eins von unseren Schafen geholt haben. Du hast ganz schön Glück gehabt. Die meisten kommen nicht mit dem Leben davon. Mhm. Ich kenne das Versteck der Banditen. Willst du sie etwa angreifen ohne mich? Es ist viel zu gefährlich. Außerdem muss ich hier auf meine Schafe aufpassen. Aber wenn du meinst, du kannst uns das Pack vom Hals schaffen, werden dir alle auf dem Hof dafür sehr dankbar sein. Jo. Ich bin auf dem Weg in die Stadt. So wie du rumläufst, wirst du die Wachen bestechen müssen, damit sie dich reinlassen. Und du musst wissen, was sie hören wollen. Und das wäre? Na, zum Beispiel, dass du von Loberts Hof kommst und in der Stadt zum Schmied willst. Aber das wird dir nichts nützen. Du siehst nicht aus wie ein Bauer. Verstehe. Dann sorge ich mal dafür, wa? Ich brauche bessere Ausrüstung. Kann ich mir schon vorstellen, aber ich sag dir gleich, zu verschenken haben wir hier nichts. Wenn du für das, was du willst, bezahlen kannst, wird Lobert dir was verkaufen. Ansonsten geh zu ihm und frag ihn, ob er Arbeit für dich hat. Wo finde ich Lobert? Na, auf dem Hof natürlich. Der Hof gehört ihm. Und komm ihm ja nicht krumm. Er hat schon so manchen Streuner von seinem Hof geprügelt. Was da? Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ah, da ist ein Wolf gespawnt. Gut gemacht. Bam. Ein Drecksvieh weniger. Doch die 30 Erfahrung abgeholt. Ach ja, Lobert. Es wird nur lustig. Bei dem hatte ich schon damals gute Erinnerungen. Und jetzt, seit letztem oder vorletztem Jahr, hat er nochmal eine Bedeutung für mich bekommen. Dank Jorgenson. Aber gut, reden wir mal mit ihm. Warum treibst du dich hier auf meinem Land rum? Für wen bist du? Für die aufständischen Bauern oder für den König? Aus nostalgischen Gründen sage ich... Für den König. Für den König! Das haben die Stadtwachen gesagt, als sie die Hälfte meiner Schafe geholt haben. Aber wo sind die Drecksäcke, wenn wir uns die Banditen vom Hals halten müssen? Wo werden sie sein, wenn uns die Orks überrennen? Ich werd's dir sagen, in der Stadt, hinter den dicken Mauern. Also hör mir auf mit dem König! Was ist hier eigentlich los? Du weißt nicht, was los ist? Herr Junge, wo kommst du her? Wir befinden uns am Rande eines Bürgerkriegs. Bis jetzt haben alle Bauern die Abgaben an die Stadt als gerechten Tribut angesehen. Aber seit die Paladini in Korinis sind, kommen die Stadtwachen immer öfter und sie holen nach und nach alles ab. Wenn das so weitergeht, haben wir bald selbst nichts mehr. Einige Bauern fangen an, sich aufzulehnen. Ona war der erste von ihnen. Erzähl mir mehr über diesen Ona. Ona ist der größte Bauer hier in der Gegend. Er hat sich von der Stadt losgesagt. Es heißt, er hat Söldner angeheuert, damit sie ihm die Stadtwache vom Hals halten. Kann sie ihm nicht verübeln. Jedenfalls traut sich jetzt kein königlicher Soldat mehr auf seinen Hof. Was sind das für Söldner, die Ona angeheuert hat?
Ich weiß nicht viel über die Kerle. Angeblich sollen viele von ihnen ehemalige Gefangene aus der Minenkolonie sein. Was man von denen zu halten hat, ist ja bekannt. Was ist mit dir? Für wen bist du? Bauern oder König? Ich bin zu nah an der Stadt, um wirklich eine Wahl zu haben. Aber ich bin ganz froh darüber. Ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden soll. Der König lässt uns ausbluten und Ona hetzt allen, die sich ihm nicht anschließen, seine Söldner auf den Hals. Deswegen sind die meisten anderen Bauern noch unentschlossen, aber auf kurz oder lang werden sie sich schon für eine Seite entscheiden müssen. Dann geht der leichte Mond auf, finde ich gut. Ich suche Arbeit. Einen weiteren Knecht kann ich nicht gebrauchen. Aber für einen Tagelöhner hätte ich schon was zu tun. Ich meine, du kannst mir ein bisschen auf dem Feld zur Hand gehen. Und es gibt auch sicher noch ein paar andere Dinge, die hier zu tun sind. Ich könnte dich mit Gold bezahlen oder dir ein paar gute Sachen zum Anziehen geben. Weil die Sachen sind eine Menge wert. Ich kann sie dir nicht umsonst geben, aber ich kann sie dir billiger verkaufen, wenn du für mich arbeitest. So wie du rumläufst, solltest du die Klamotten nehmen. Wie auch immer. Das kleine Rübenfeld neben der Scheune muss abgeerntet werden. Zu Befehl. Na gut. Dann beeil dich ein bisschen, bevor ich es mir anders überlege. Ach, der Mond geht auf. Das ist sehr schön. So. Dann gehe ich mal auf seinen Hof. Aber ich gehe mal kurz hier rein. Ist ja keiner da. Ein Lederbeutel. Weitere 25 Gold. Aber jetzt ab an die Arbeit. Oh, da fällt mir ein Xer. Ich wollte noch, bevor ich zu dem Entschluss kam, aufzuhören, noch die ein oder andere Mod noch spielen, also Let's Playen. Ja, Odyssey hatte ich ja leider abgebrochen. Aber ich wollte noch Xerix Rückkehr oder Legend of Ashun. Wollte ich auch noch spielen. Aber Xerix Rückkehr hatte ich privat angefangen. Da war Feldrüben nicht so einfach gewesen. Und ja gut, die Dialoge waren sowieso komplett anders. Die Feldrüben zu ziehen war eine reine Wissenschaft. Man muss herausfinden, in welcher Reihenfolge die man ziehen musste. Ansonsten hast du immer so Dialoge gehabt, diese Rübe sitzt immer noch so fest. Und alles. So. Hier hast du deine Rüben. Du bist ja doch zu was zu gebrauchen. Bring sie zu meiner Frau ins Haus, sie soll sie kochen. Was ist mit meinem Lohn? Ich kann dir 5 Goldstücke geben. Oder die Klamotten billiger verkaufen. Was soll sein? Mach mir einen besseren Preis für die Klamotten. Gut, ich werde sie dir für 10 Goldstücke weniger geben. Ich denke, für die Bauernkleidung werde ich mich jetzt nicht ganz herunterarbeiten. Aus Gründen. Und überhaupt, was soll der Geiz? Ich brauche vernünftige Kleidung. Ich kann dir saubere Landarbeiterkleidung geben. Kannst du sie denn bezahlen? Ah, wenn ich jetzt nicht gesagt hatte, ich suche Arbeit, dann hätte er auch gesagt, du könntest einen Teil, kleinen Teil des Preises abarbeiten. Falls du doch jemand bist, der Arbeit sucht. Ach ja, jetzt mit folgendem Dialog, ja? Habe ich noch mehr ins Herz geschlossen. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Ich nicht. Aber du kannst meine Frau fragen oder die Jungs auf den Feldern. Vielleicht brauchen die Hilfe. Aber du kannst meine Frau fragen. Seit Jorgenson hat er ein Lied draus gemacht hat. So ein Hip-Hop-Lied irgendwie. Mach ich mir daraus so einen Spaß für alles irgendwie. Wenn mich jemand im echten Leben was gefragt hat, ob ich was gemacht hätte, sag ich auch bei mir. Du kannst meine Frau fragen. Oh Mann, an dieser Stelle danke Jorgenson für dieses geile Lied.
Ach ja. Oh, was mache ich denn hier für... So, dann... Hey! Hilda! Ich habe hier ein paar Rüben für dich. Gut. Das sollte reichen, um die Kerle zu mästen. Wo du schon mal hier bist, ich habe einen fahrenden Händler gesehen, der vor ein paar Minuten hier vorbeigekommen ist. Ich glaube, er hat auf dem Weg zur Stadt Halt gemacht. Geh zu ihm und sieh nach, ob er eine brauchbare Pfanne für mich hat. Ja, komm. Gib mir das Gold und ich gehe für dich zum Händler. Meinst du, ich kann dir trauen? Dass du mir das Geld ja nicht versäufst, hörst du? Aber ich sehe schon, viel Zeit habe ich mir dafür nicht mehr. Und ich wollte auch nicht eher zu ihm hin. Na, warte mal. Okay, ich werde einiges anders machen. Ich werde jetzt doch hier zu ihm hingehen. Und dann... Mal schauen. Sieh an, wen haben wir denn da? Du bist auf dem Weg in die Stadt, habe ich nicht recht? Kann schon sein. Du siehst aus wie ein Flüchtling. Alle Flüchtlinge wollen in die Stadt. Du könntest sogar ein ehemaliger Sträfling aus der Minenkolonie sein. Mir ist egal, wo du herkommst. Aber ich glaube, ich habe ein interessantes Angebot für dich. Also eigentlich wollte ich schon mit den Bauernkleidung zu ihm hinkommen. Sodass das gar nicht erst gekommen ist mit dem, dass er mir was anbietet. Was hast du anzubieten? So wie du aussiehst, lassen dich die Wachen nie in die Stadt. Ich kann dir helfen, in die Stadt zu kommen. Ich habe hier ein kleines Stückchen Papier mit königlichem Siegel und der Unterschrift des Statthalters. Ein Passierschein. Mit dem Wisch in der Tasche kannst du so abgerissen rumlaufen, wie du willst, und die Wachen lassen dich in Ruhe. Interesse? Nein. Deinen Schein kannst du behalten. Da habe ich dich wohl falsch eingeschätzt, was? Naja, willst du was anderes? Kann ich dich für meine Waren interessieren? Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Gut, gut, da haben wir die Pfanne. Hätte ich noch mehr Zeit gehabt, hätte ich das auch ein bisschen was anderes gemacht. Nämlich die Pfanne ich von... Muss weiter. Von mir aus. Nämlich die Pfanne von anderswo noch hergeholt. Und nicht aus der Stadt. Es liegt nämlich nur eine Pfanne auch ganz anders, also nicht weit weg von der Stadt irgendwo. Da muss sie an der Stadtmauer vorbei. So, Hilda. Hey. Hier ist deine Pfanne. Gut. Dann wollen wir mal sehen, ob sie auch was taugt. Hast du was zu essen für mich? Morgen kannst du dir wieder was abholen. Dankeschön. Jetzt werde ich nochmal in die Berge gehen. Wenn ich nicht hier hängen bleiben würde.
Ja, komm, so viel Zeit muss noch sein. Wird die Folge noch mal ein bisschen länger. Ach, halt. Der Bandit ist doch jetzt da. Hey, du. Einer der Bauern vor der Stadt hat mich geschickt. Was? Die Bauern kennen das Versteck? Die Sache mit den Schafen ist aufgefallen. Er will euch alle tot sehen. Moment. Du willst mir doch wohl keins überbraten, wo ich dir geholfen hab. Geh rein und leg die anderen um, wenn du unbedingt Blut sehen willst. Ich verzieh mich. Jo, mach das. Da läuft er auch langsam. So, derweil gehe ich zu Kavalorn. Und dann gibt's erstmal Hackepeter mit Schnitzel. Ich muss mal warten, bis er mal richtig angekommen ist. Da kommt er gerade mal. Der will nämlich da irgendwo hoch. So, es ist soweit. Lass uns die Kerle aufmischen. Alles klar. Halte mir einfach den Rücken frei, okay? Jetzt werden die ihr blaues Wunder erleben. Jetzt bist du dran. Das hast du verdient, Mistkerl. Direkt ins Schwarze. Mein Geld. Ich lasse auch Kavalorn vorlaufen. Er ist schließlich der Erfahrene von uns. Du wärst besser nicht hierher gekommen. Ui. Das hast du verdient, Mistkerl. Du arme Wurst. Die Waffe nehme ich mal besser an mich. Nö, hab ich schon gemacht. So, das wäre erledigt. Ha, sie hätten sich eben nicht mit mir anlegen sollen. Dann kann ich jetzt endlich meinen Auftrag erledigen. Hab schon viel zu viel Zeit verloren. Was für ein Auftrag? Ja, ich muss erst in die Stadt und dann später... Ich weiß nicht, wie ich das alles rechtzeitig schaffen soll. Was ist mit mir? Warum eigentlich nicht? Du könntest den Brief in die Stadt bringen. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Zeit, mich um meine Ausrüstung zu kümmern. Einer der Banditen müsste den Brief in seiner Tasche haben. Bring ihn zu Vatras, dem Wassermagier der Stadt. Du wirst ihn im Athanos-Tempel treffen. Er predigt dort den ganzen Tag. Sag ihm, dass ich es nicht mehr geschafft habe. Und wenn er dich fragt, wo ich bin, sag ihm einfach, ich bin schon zum Treffpunkt aufgebrochen, okay? Ach ja, eins noch. Kauf dir bei den Bauern erstmal ein paar anständige Klamotten. Sonst hält dich noch jemand für einen Banditen. Hier hast du ein paar Münzen. Jo, danke. Ich denke auch, in diesem Kannst du mir was beibringen? Sicher, das weißt du doch. Mensch, dir haben sie ja ganz schön zugesetzt. Du kannst dich an gar nichts mehr erinnern, was? Ich will deine Fähigkeiten erlernen. Sicher? Was willst du wissen? Drück mal. Schon besser so. Du hast eine Menge verlernt seit damals, aber das kriegen wir schon wieder hin. Gut, nochmal in Einhand kämpfen. Ich denke, ich werde das genauso machen wie im alten Let's Play, gildentechnisch. Weil schon immer eine Söldnerseele. Pass auf, ich speichere jetzt hier nochmal.
Dann legen wir uns schlafen. Gut. Dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Da gehen wir nochmal zu Lobart hin. Zu den Bauern halt und erledigen noch ein paar Missionen für sie. Bis dahin, macht's gut.